Kriegsmaschinen und Schiffe haben einiges gemeinsam. Beide verwenden Fahrzeugmechaniken, beide wurden in gewisser Weise in Siedler 2 eingeführt und beide haben eine eher sprunghafte Umsetzung im Verlauf der Spiele. In Siedler 4 besitzt jedes Volk eine eigene Belagerungswaffe samt Munition. Schauen wir mal hin, welche Regeln hier gelten und welche Eigenheiten es zwischen den Völkern gibt. Ganz allgemein kann man sagen, dass Kriegsschiffe und jeweiliges Katapult in Sachen Schaden und Angriffsgeschwindigkeit in der Regel identisch sind, Kriegsschiffe aber dreimal so viel Munition laden können. Eine Ausnahme stellt die Balliste der Trojaner dar, die 65 Schadenspunkte pro Schuss verteilt, während das Kriegsschiff nur 60 schafft. Katapulte verhalten sich, was Kampfkraft angeht, wie normale Soldaten. Auf neutralem und feindlichem Gebiet nutzen sie offensive Kampfkraft, auf eigenem und Verbündeten die defensive. Schiffe dagegen nutzen immer die offensive Kampfkraft. Das ist aber vermutlich keine Limitation der Schiffe, sondern vielmehr dem Umstand geschuldet, dass Wasserfelder nie offiziell einem Spieler gehören. Der gleiche Grund, aus dem Türme gegen Schiffe machtlos sind. Katapulte sind auch in der Lage, Munition aufzunehmen, die sich im Besitz eines anderen Spielers befindet, wenn es der richtige Typ ist. Kriegsschiffe dagegen können nur an einer Werft Munition beladen werden, wo sie auch passiv repariert werden können. Katapulte können ebenso bei einem Wagenbauer repariert werden. Das funktioniert sogar dann, wenn das Gebäude einem feindlichen Spieler gehört und nicht mal besetzt ist. Munition ist auch in der Hinsicht speziell, dass sie nicht umgewandelt wird, wenn sie in das Gebiet eines anderen Volks gelangt. Trotzdem müsst ihr Katapulte nicht unbedingt heimbringen, um sie neu zu bewaffnen. Esel können angewiesen werden, Munition zum Katapult zu bringen. Es sollte auch angemerkt werden, dass die KI nicht gezielt gegen Katapulte vorgeht und die Zerstörung von Türmen durch solche auch nicht als Provokation zu sehen scheint. Das könnte gegebenenfalls ausgenutzt werden. Wir gehen nun alle Kriegsmaschinen einmal durch, beachtet aber bei den Schadenswerten und gerade wenn ihr KK-Ticks berechnen wollt, dass alle Gebäude 5 Rüstungspunkte besitzen. Die meisten Fahrzeuge besitzen 2 Rüstungspunkte, mit Ausnahme der Fähre und des Handelsschiffs der Wikinger, welche 3 besitzen. Ihr Kriegsschiff hat das seltsamerweise nicht. Alle Katapulte besitzen 250 Trefferpunkte wie ein großer Turm, alle Kriegsschiffe 500 wie eine Burg. Die einfachste Belagerungswaffe haben natürlich die Römer mit dem Katapult. Die Munition dafür könnt ihr direkt aus Stein herstellen, die Munitionsmanufaktur kann stolze 6,5 Steine pro Minute verarbeiten. Ein Sack Munition reicht für 4 Schüsse, ein Katapult kann also mit einem Achterstapel seine volle Kapazität von 32 Schuss ausschöpfen, während das Kriegsschiff 3 Achterstapel benötigt, um auf seine 96 Schuss zu kommen. Das Katapult richtet 55 Schaden pro Schuss an und muss zwischen jedem Angriff 4 Sekunden oder 56 Spielticks pausieren. Die Kriegsmaschine der Wikinger ist etwas spezieller. Auch wenn sie nicht im Kern eines sterbenden Sterns geschmiedet wurde, kann sie die Macht von Thors Hammer kanalisieren. Hier werden Mechaniken des Gongs der Amazonen aus Siedler 3 wiederverwendet, Thors Hammer kann aber keine zivilen Gebäude angreifen und braucht 15 Mana pro Angriff. Außerdem muss er 6 Sekunden oder 84 Spielticks zwischen Angriffen warten. Dafür hat Thors Hammer mit Abstand die größte Zerstörungskraft aller Kriegsmaschinen, mit 200 Grundschaden. Mit 150% Kampfkraft ist die Kriegsmaschine ihrem Zaubergegenstück ebenbürtig, aber bereits bei ca. 65% Kampfkraft ist der Mana-Verbrauch pro Schaden so gut wie identisch. Aus diesem Grund wären die Wikinger theoretisch auch in Seeschlachten das überlegene Volk. Da der Hammer seine Munition direkt aus dem globalen Mana-Pool bezieht, müssen weder er noch Kriegsschiffe je manuell aufgeladen werden. Frühe Versionen des Spiels hatten jedoch einen Bug, der das Spiel abstürzen ließ, wenn eine solche Einheit ausgewählt wurde, während man mehr als 600 Mana besaß. Der Feuerspeier der Mayas ist schon etwas komplexer. Dieser benötigt Schießpulver, welches ihr aus Schwefel und Kohle herstellen lassen könnt. Das Pulverhaus schafft etwa 3 Fässer Schießpulver pro Minute. Mal abseits der historischen Genauigkeit äußert sich diese teurere Munition auch kaum spielerisch, die Werte des Feuerspeiers sind identisch mit denen des Katapults. Allerdings reicht ein Fass für 8 Schüsse, die volle Kapazität wird also bereits mit 4 Fässern Schießpulver erreicht. Die Balliste der Trojaner ist wohl die komplexeste Kriegsmaschine im Spiel. Die Explosivpfeile sind im Prinzip noch teureres Schießpulver, denn zusätzlich zu Kohle und Schwefel braucht ihr auch noch Baumstämme. Die Pfeilmanufaktur kann etwa 2,5 Pfeile pro Minute herstellen. Anders als Schwarzpulver sind die Explosivpfeile aber nicht ergiebiger als die Steine der Römer. Und darüber trösten auch die 5 zusätzlichen Schadenspunkte des Kriegsschiffs und die 10 der Balliste nicht hinweg. In Sachen Angriffsgeschwindigkeit ist die Balliste ebenfalls identisch mit dem Katapult und dem Feuerspeier. Aber letztendlich ist das alles sowieso unwichtig, denn wie man in den Demonstrationen erkennen konnte, konnten sich die Katapulte in der Regel nur knapp gegen einen einzelnen großen Turm mit gleicher Kampfkraft durchsetzen. Die einzige Ausnahme war Thors Hammer, der sogar knapp gegen eine Burg gewann. Im Late Game verschafft die höhere Kampfkraft zwar der Kriegsmaschine noch einen Vorteil, aber selbst dann ist ihre Leistung zu gering, wenn man bedenkt, dass man je nach Volk bis zu 3 zusätzliche Gebäude bauen und Rohstoffe in die Kriegsmaschine selbst investieren muss. Letztendlich haben diese Waffen nur einen Job, und für den sind sie nicht gerade gut ausgerüstet. Sie sind weder besonders resistent gegen die Angriffe von Türmen, noch können sie Türme aus sicherer Distanz angreifen. Letztendlich kann man genauso gut einfach noch ein paar Soldaten mehr auf das Problem werfen, zumal diese deutlich flexibler in ihrem Einsatzzweck sind.
Für Ubo habe ich zwar einige Ideen, aber da ich die Reichweite von Kriegsmaschinen nicht modifizieren kann, liegen diese auf unbestimmte Zeit auf Eis. Was schade ist, weil Kriegsmaschinen, insbesondere im Zusammenspiel mit Saboteuren, der Schlüssel dazu sein könnten, Turmstädte konterbar zu machen. Das täuscht zwar nicht darüber hinweg, dass die Implementation von Türmen, insbesondere in Siedler 4, von Grund auf fehlerhaft ist, ich würde aber trotzdem hoffen, dass es genügt, um Spielern die Sicherheit zu geben, die übliche 3-Turm-2-Burgen-Regel fallen zu lassen.